Dieses Video wird unterstützt vom EA Creator Network. Vielen Dank für die Kooperation. Ja Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Endlich, nach Ewigkeiten, ist es soweit. Horizon war die Legende, die am allerlängsten bisher auf ihr Erbstück warten musste. Doch heute ist endlich der Tag. Es ist passiert. Wir haben das Dress to Kill Event bekommen. Wir sehen ja schon einen von den Event Horizon Skins. Der ist ziemlich sick. Aber was genau uns in dem Event erwartet, das zeige ich euch gleich. Ich habe mir natürlich das komplette Event durchgekauft. Kleiner Anmerker an der Stelle. Ich werde euch natürlich auch den Moment einblenden, wo ich das Erbstück tatsächlich gezogen habe. Aber heute Abend um 18 Uhr wird der komplette Stream, den ich gestern für euch jetzt auf Twitch gestreamt habe, veröffentlicht auf YouTube. Das heißt, ihr könnt euch den ganzen Stream mit allen Reactions und allem nochmal in voller Länge anschauen. Das muss ich einfach Horizon würdigen. Das hat sie sich verdient und das habt auch ihr verdient. Und ihr könnt euch das tatsächlich reinpfeifen und genießen. Yo, das ist es. Und ja, ich würde sagen, wir sliden mal rein in das neue Dress to Kill Event. Und vor allem in Horizons Erbstück plus, wie es dann in-game aussieht mit allen Animationen. Legen wir los. Let's go. So, wir starten erstmal ganz, in Anführungszeichen, harmlos mit den kostenlosen Sachen, die man kostenlos freischalten kann. Denn, ja, die wird einfach durch Erspielen freigeschalten, ne? Wir haben hier schon mal eine passende Dress-to-Kill-Badge. Wir haben ja einen Soundtrack. Der ist gut. Ja, doch, den fühle ich. Nice. Wir haben ein Holospray. Oh, jeez, no mercy. Das ist irgendwie cool. Dann hier ein Bloodhound-Frame. Ich hatte tatsächlich sogar im gestrigen Video recht. Es ist tatsächlich ein Bloodhound-Frame. Okay, nice. Wieder ein Holospray. Not the dummies you're looking for. Geil. Ist auch ein sehr, sehr cooles Holospray. Dann haben wir hier einen Talisman, das aussieht wie so eine, ja, Weapon-Charm-Bugged. Wie so ein Bug, ja. Wie so ein Käfer, aber halt irgendwie ein bisschen elektronisch. War ja früher so, dass tatsächlich, deswegen heißt es auch Bug, aka Käfer, weil im allerersten oder in einem der ersten Computer tatsächlich ein Käfer, ein wirklich ernsthafter Krabbelkäfer, dafür gesorgt hat, dass der Computer nicht mehr funktioniert hat. Und so ist das Wort Bug entstanden. Deswegen sagt man heutzutage, wenn irgendwas nicht funktioniert, ja, das ist halt ein Bug. Das ist eine witzige Story und da widmen sie sozusagen diesem Käfer dieses, ja, diese Story, so wenn man so möchte. Dann hier 25 Crafting Medals, die kann auch jeder von euch gebrauchen. Hier nochmal 25, also insgesamt 50. Und dann hier einen lilanen Bogenskin. Den finde ich zum Beispiel ziemlich sick. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Der ist einfach clean, für das das ein Standardmodell ist. In episch ist der sehr, sehr gut. Ist auch hier ganz leicht, nee, doch nicht animiert. Nicht animiert? Echt nirgends? Wo? Ja, okay, ist ein bisschen schade, aber egal, komm. Und hier nochmal der Bloodhound-Skin, der tatsächlich auch für einen lilanen Skin echt schick ist, muss man sagen, ne? Da kann man nicht meckern, der ist top, das kann man hier alles kostenlos freischalten, indem man spielt. Das ist eigentlich alles. Das ist doch schon mal eine sehr, sehr nice Sache. So, jetzt kommen wir aber tatsächlich ans Eingemachte und zwar hier in das Event. Dress to Kill Collection Event. Ich habe es natürlich hier schon freigeschalten, aber nicht zu viel zeigen. Wir gehen erstmal alles der Reihe nach durch. So, wir haben hier als allererstes einen Mirage-Emote. Der ist natürlich irgendwie witzig, keine Ahnung. Hat was, okay. Ein Vantage-Emote, der ist tatsächlich ganz cool. Der passt auch irgendwie richtig gut zu Vantage, das ist nice. Und auch süß mit dieser Fledermaus wieder. Kann man mal machen. Dann hier einen universalen Frame. Okay, jetzt wird hier ein bisschen gespoilert, aber egal. Ich habe ja gerade Horizon equipped. Ihr seht jetzt schon mal einen kleinen Teaser, aber wir sehen gleich noch mehr. Den kann jede Legende verwenden. Der ist passend zum Event eigentlich ganz gut. Dann hier auch nochmal einen universalen Frame. Den finde ich tatsächlich sogar noch ein bisschen Tick besser als den letzten. Den könnt ihr ja schon mal equippen, weil den finde ich richtig gut. Ja, auch für jede Legende equippbar. Dann hier ein Holospray. Death suits you. Ja, das ist jetzt okay, ne? Das ist jetzt nichts Besonderes, aber okay. Dann hier ein Sticker. Kann man sich aufs Medikit oder auf die Schildzelle, aufs Phoenix-Kit, Medikit, was weiß ich, draufballern. Ist doch auf jeden Fall eine nice Sache. Dann hier ein Brave-Skin, von dem ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht bin, weil der ist mir irgendwie ein bisschen zu langweilig, für das, dass er lila ist. Ist auch irgendwie nicht animiert, so. Ja, von hinten sieht er ganz cool aus, mit diesem Jetpack hier.
Aber von vorne ist mir irgendwie zu basic und zu wenig. Könnte auch genauso gut ein blauer Skin sein. Bin ich nicht so zufrieden. Dann hier ein Watson-Skin. Der ist besser, aber für mich auch nicht lila. Das ist alles für mich irgendwie blau, weil, wie gesagt, wenn es nicht animiert ist, dann ist es irgendwie immer nicht lila für mich. Keine Ahnung. Ja, der ist eigentlich ganz schick, aber weiß jetzt nicht. Rampart-Skin, auch da wie bei Wraith. Passt natürlich modisch ziemlich gut, aber ist mir auch einfach ein bisschen zu wenig für einen lilanen Skin, sage ich ehrlich. Dann hier, einmal die Devotion, die ist halt, also sorry, aber die ist halt ultra schwach. Also das ist halt wirklich, das könnte für mich sogar ein weißer Skin sein, den finde ich ultra hässlich. Geht gar nicht klar, meiner Meinung nach. Also das ist wirklich, ne, der ist bodenlos. Dann hier einmal den Triple Take Skin. Der ist schon besser, der ist immerhin animiert. Aber auch der haut mich nicht vom Hocker. Und der Peacekeeper Skin ist tatsächlich im Wraith Design, aber den finde ich deutlich, deutlich besser. Der ist okay. Da kann man tatsächlich nicht meckern. Der ist sick. Der ist für einen lilanen Skin echt in Ordnung. Vor allem, weil das hier vorne so lila leuchtet und das sieht einfach unfassbar cool aus. Das ist, finde ich gut. So, jetzt geht es aber wirklich ans Eingemachte, an die richtig coolen Sachen. Und zwar Crypto Skin. Der gibt mir komplette Apache Vibes. Und ich finde ihn geil. Der ist einfach modisch, der ist schick, der ist schlicht, der ist clean. Hier nochmal eine Waffe mit dabei. Der ist wirklich super. Und wir equippen auch gleich mal Apache. Jetzt haben wir schon Seer als Michael Jackson und Apache als Crypto. Nice. So, Horizon Skin. Interessant tatsächlich. Ist mal was Neues, frisurentechnisch zumindest von ihr. Sie war halt mal bei einem anderen Friseur und dachte sich so, hey, ich will mal was Neues ausprobieren. Und ich muss sagen, der Pony steht hier schon irgendwie. Ist ein bisschen freaky, aber passt auch so ein bisschen. Und ansonsten, ja, der Bodysuit ist sick. Hier hat sie noch ein paar Messer von Wraith abgezogen. Nude sieht auch ultra cool und clean aus. Der Jetpack ist nice. Ja, der Skin gefällt mir tatsächlich, bis auf jetzt, sagen wir mal, den Kopf, eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, über ihren Kopf lässt sich streiten, was mit der Frisur ist und so, aber irgendwie passt auch zu einem Skin, ne? Ich finde es eigentlich, ist schon sehr, sehr modisch. Ist schon mörderische Mode halt, ne? So heißt das Event. Dann hier Loba ist natürlich, also sagen wir es wie es ist. Besser kannst du das Thema mörderische Mode nicht treffen. Loba ist natürlich mal wieder ultra hot unterwegs. Ja. Der ist schon sehr sick, der Skin. Der ist schon sehr, 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 sehr schön. Auch hier die zwei Katanas am Rücken. Auch nochmal hier ein paar Brave Messer geklaut. Und auch der Pony, der steht ihr so unfassbar gut. Gibt mir richtige Tokio aus Haus des Geldes Vibes. Feier ich absolut. Ist mega. Ultra cooler Skin. Richtig geil. So, Mad Maggie. Auch sie hat optisch tatsächlich ganz schön was zugelegt. Finde ich sehr ansprechend. Passt perfekt zu ihr. Also ich muss sagen, bei den legendären Skins haben sie sich ultra Mühe gegeben. Dafür sind die Lila ein bisschen schwächer. Aber okay, ich finde, das ist ein fairer Kompromiss. Wie gesagt, der ist sick. Meiner Meinung nach der beste Maggie-Skin bisher. Passt perfekt zu ihr. Ist einfach genau ihr Ding, keine Ahnung. Also die sind wirklich top. Da kann man nichts sagen. Perfekt gewählt. Revenant. Interessant, weil seit dem ersten Revenant-Trailer, Revenant war ja früher ein Mensch und man hat ja vorher auch gesehen, was da für ein Mensch da drunter steckt. Und das ist das erste Mal seit Season 4, 13 Seasons später, dass man nochmal einen Teil von dem alten Revenant, also von dem Mensch, der damals da drin steckte, überhaupt nochmal zu Gesicht bekommt. Und damit feiern sie in dem Event irgendwie ein bisschen Premiere. Was ich total cool finde, ist mal was ganz anderes. Vor allem die Rev-Mains werden sich freuen. Ist ein sehr, sehr gut gelungener Skin. Vor allem halt einfach, weil hier noch ein bisschen was Menschliches von ihm mit drin steckt. Feiere ich sehr, sehr hart. Wird auch gleich mal equipped. Und als letztes der Newcastle-Skin. Auch er ist sehr modisch angezogen, wie so ein Baron. Passt aber auch einfach irgendwie zu ihm. Wobei ich sagen muss, von den legendären Skins ist meiner Meinung nach Newcastle tatsächlich der schlechteste. Aber ansonsten auch das passt ultra gut zu ihm. Ist wahrscheinlich einer der besseren Newcastle-Skins. Sie hat eh nicht so viele gute. Deswegen, yo, das ist auf jeden Fall eine nice Sache. So, jetzt kommen wir zum richtig geilen Stuff, denn auch die legendären Waffenskins sind richtig, richtig gut geworden. Holy crap. Spitfire. Ziemlich clean. Klar, das Ding hier ist ein bisschen klobig hier. Wird kein Pay-to-Win-Skin sein, aber trotzdem einfach ein sehr, sehr cleaner, eleganter Spitfire-Skin. Passt einfach gut zum Newcastle-Design. Wunderschön. RE45, wahrscheinlich so ziemlich der cleanste RE45-Skin, den es bisher gab. Der ist unfassbar schlank, unfassbar schlicht, aber trotzdem prägnant und geil und sieht einfach mega aus. Guckt euch das mal an. Also ich finde den top. Könnte ein Pay-to-Win-Skin sein, oder beziehungsweise, was heißt könnte, ist definitiv ein Pay-to-Win-Skin. Der ist einfach unfassbar clean, mega gut gewählt. Ich weiß bloß noch nicht, in welchem Design der noch sein soll. Ich würde sagen, wahrscheinlich fast bei einer Maggie, ne? Da sehe ich ihn am allermeisten. Ja doch, der ist im Maggie-Design. Ja,
weil die Waffenskins sind immer auf die Legenden-Skins so ein bisschen angelehnt, ne? Hier, Repeater. Gut, der passt zu Apache. Hat auch schon einen Trailer in der Hand gehabt. Auch richtig cleaner Repeater-Skin. Wird wahrscheinlich sogar einer der cleansten sein. Da gibt's nichts, was stört. Ultraschlank, ultraschmal, Pay-to-Win-Skin. Auf jeden Fall im Crypto aka Apache-Design. Feier ich. Richtig krass. Jetzt die Vault. Ich habe eine geskippt. Ja, nicht ausflippen. Alles cool. Auch der Vault-Skin. Ultra sick. Ultra clean. Sieht einfach unfassbar gut aus. Gibt, glaube ich, tatsächlich schmälere Vault-Skins, aber ich finde, der ist perfekt abgestimmt. Der sieht futuristisch aus, der sieht stylisch aus. Jeder, der mit dem rumrennt, der hat einfach ein gewisses Modebewusstsein. Feier ich, ist einfach ein richtig, richtig schöner Skin. Also da kann man auf jeden Fall gar nicht meckern. So, Massive Skin, muss ich tatsächlich sagen, ist von den Waffenskins der schwächste. Ist zwar hier vorne mit dem Schlangenkopf ganz geil und ne, passt schon so, aber ich glaube sogar, dass der an Maggie angelehnt ist, ne? Kann es sein? Und dann ist der an... Ja, aber an wen ist dann der angelehnt? An Horizon? Ah, das könnte sein. Ja, safe. Okay, dann ist der an Maggie angelehnt. Ja, ist aber meiner Meinung nach trotzdem der Schwächste, aber trotzdem auch einfach ein schöner Skin. Fast Pay-to-Win wäre dieses komische Ding hier nicht. Aber ansonsten ein wunderbarer Massive-Skin, kann man nichts sagen. Aber von den eher legendären tatsächlich der Schlechteste. Aber ja, muss auch mal sein. So, jetzt blende ich euch ein, wie ich das Erbstück gezogen habe, weil das feiern dann die meisten mit dieser Sound und so, das ist ja super cool. Also richtig, richtig nice und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in-game mit diesem Schmuckstück, wie das Ganze sich dann in-game so verhält. Aber vorher, Film ab. When you see me, you'll know it's the end. Or a new beginning. That's all relative, really. Ja, es ist schon echt schön. Ich finde es total geil. Ich habe es 0,0 so erwartet, dass es so in irgendeiner Form aussieht. Ich habe das 0 kommen sehen, aber ich muss sagen, ich bin höchst zufrieden und ich finde es hart innovativ. Es passt perfekt zu Horizon. Es ist so gut abgestimmt und ich finde es einfach mega nice. Und wie gesagt, zu den Animationen kommen wir gleich. Aber es ist einfach, also es ist wirklich optimal gewählt. Nicht zu klobig, nicht zu unclean, sage ich mal. Also ich finde es richtig, richtig geil einfach. Es ist einfach mega gut geworden. Richtig geiles Ding. Yo, feier ich. So, und jetzt ab in den Schießstand. Wir wollen die Animationen sehen. Da war schon die erste. Das ist schon mal richtig krass. Es sieht so unfassbar gut aus, ne? Es stört nicht so richtig, wenn man normal läuft, wenn man sprintet. Erst recht nicht. Die Drehung ist stylisch. Der Sound ist cool. Und im Dunkeln sieht es halt auch einfach unfassbar gut aus, ne? Sagen wir es, wie es ist. Gerade an dunklen Spots, dafür ist das Heirloom auch einfach ausgelegt. Gerade sozusagen im Weltall, da passt es richtig gut hin. Sieht richtig nice aus. Dieses schwarze Loch ist so eine geile Idee. Beim Sliden natürlich auch. Schwingt sich so richtig cool umher. Sieht mega mäßig aus. Springen. Slidejump. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Aber das ist ja wie gesagt noch gar nicht alles, sondern die Animationen sind wirklich
erste Sahne. Ultra gut. Achtung. Animation ab. So, das ist, glaube ich, die häufigste Animation. Das ist so die Standardanimation, wenn man möchte. Und allein die ist schon sehr, sehr sick. Aber noch lange nicht das Allerkrasseste. Next one. Das ist wieder die gleiche, ne? Die wollen wir nicht. Das ist eine andere. Yo, guckt euch das an. Das ist so sick. Wow. Wow. Das ist so geil. Oh, mega. Mega. Definitiv eine von den zwei besten. Die hatten wir gerade, ne? Das ist die andere, zweite, extrem coole. Das ist die längste und die ist ultra episch. Die ist fast so gut wie die vorher. Took some time to make this one. Even longer than you, Newty. Wow. Boah, geil. Ich weiß gar nicht, welche besser ist. Die erste oder die, die wir jetzt gesehen haben. Beide unfassbar episch und jetzt fehlt normalerweise noch eine, oder? Das müsste sein. Ja, exakt. Die ist gar nicht so krass. Aber die hat irgendwie was. Ihr Stift wird einfach ins schwarze Loch eingesaugt. Das ist schon irgendwie cool, ne? Das ist schon irgendwie cool. Ja, das sind die vier Animationen. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwie eine ganz, ganz super seltene fünfte gibt. Es passt einfach perfekt. Es sieht super clean aus. Das Erbstück ist meiner Meinung nach mit das Beste. Wenn nicht sogar das Beste. Ich feiere es abnormal. So, wir nehmen hier eine Waffe in die Hand. Wir sehen nochmal kurz die Waffenanimation. Zack. Nice. Dann hier nochmal. Sie holt es auf immer unterschiedliche Weise raus. Das ist auch sehr cool. Wenn wir hier schlagen, dann sieht das Ganze so aus. Mit normal, geduckt. So, im Sprung. Von oben. Also das ist quasi fast immer die gleiche Schlaganimation. Bloß halt je nachdem, von wo schwingt sie quasi das Teil anders. Das ist so eigentlich in Anführungszeichen das Unspektakulärste. Und normalerweise ist es, glaube ich, so, dass wenn man das hier macht. Und jetzt hier. Genau, da macht sie da hier nochmal eine spezielle Animation, wo sie das halt einfach im Lift rausholt, was auch sehr, 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 sehr sick ist. Zack. Okay, das war jetzt tatsächlich die normale. Aber ja, es ist einfach richtig episch geworden. Ich habe es so überhaupt nicht kommen sehen, muss ich sagen. Tatsächlich, also ich habe was komplett anderes erwartet. Es ist nicht der Stift, nicht der Spitze geworden, hahaha. Aber ich muss sagen, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen, aber ich finde, es ist ultra gut umgesetzt, ist richtig clean, hat richtig nice Sounds, passt perfekt in die Lore, passt ultra gut zu Horizon und meiner Meinung nach, persönliche Meinung, das beste Erbstück von allen. Wobei ich da nicht ganz parteiisch sein kann, trotzdem, allein die Animationen, die sind schon einfach sick, guckt euch das an. Es ist schon wirklich sehr, sehr gut designt. Also da kann man nichts sagen. Gerade diese Animation ist so unfassbar lang. Ist richtig cool, wie sie da diesen Kern rausnimmt, da kurz ein bisschen drauf drückt, hinpustet, wieder einsetzt und das schwarze Loch wieder freilässt. Zack, bumm und let's go. Das ist schon echt top. Also da kann man nichts sagen. Ein richtig cooles Teil. Und ja, Leute, schreibt mal eure Meinung zum Horizon-Erbstück in die Kommentare. Ich finde es ja, wie gesagt, mega episch. Ich weiß, dass mein Kollege Black Shadow es sich auch direkt gegönnt hat. Natürlich richtig nice. Und ja, die Horizon-Mains werden sich auf jeden Fall freuen. Ich denke mal, dass das schon sehr, sehr episch ist. Vielleicht nicht das, was man erwartet hat. Und viele hätten gesagt, so ja, ein Messer. Aber überlegt mal. Octane und Wraith haben beide ein Messer. Und dieses Erbstück ist mittlerweile so ausgelutscht, dass keiner es mehr kauft. Ich würde mir das auch nicht mehr holen. Also das Recolor von Wraith noch eher als das Originale. Aber das Messer von Octane, wie gesagt, das wird eins der letzten Erbstücke, die ich mir hole, weil es einfach ausgelutscht und langweilig ist. Und deswegen haben sie Horizon kein Messer spendiert, weil sie eben nicht wollen, dass es aus der Mode gerät und langweilig wird. Und das wird dieses Teil definitiv nicht, weil es einfach mal was komplett anderes ist, was wir so in der Form in Apex noch nicht gesehen haben. Deswegen finde ich die Entscheidung äußerst gut, muss ich sagen. Ich feiere es richtig krass. Und es sieht einfach sehr, sehr clean aus. Ich glaube, dass sehr viele damit sehr viel Spaß haben werden. Also, ich feier's. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann unbedingt positiv bewerten. Würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao. Und wie gesagt, heute Abend natürlich gibt es den kompletten Livestream zum Nachgucken hier auf YouTube. Und höchstwahrscheinlich dann morgen das Horizon Gameplay mit dem neuen Erbstück. Ciao, ciao.